Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 358,5 Tage. Wir befinden uns in Agrabah und ich darf jetzt hier mit halbierter Stufe kämpfen gegen einen gezackten Kriecher, der so etwas ähnliches wie Morgenstern zu sein scheint. Und ja, mir fehlen noch drei Kisten jetzt. Dann, ja, der Gegner halt. Ich glaube, sehe ich das richtig, dass ich gerade jetzt in ein neues Gebiet komme? Du wirst hier niemanden heilen. Wow. Ich könnte ja... Nee, jetzt ist es zu spät. So. Hat überlegt, ob ich... So. Oh, Shion geht aggro. Ja, geil. Voll die falsche Sache gemacht. Ja, gut, dass du mich umbringst. Das ist ein guter Vorsatz, weil ich wollte nämlich gar nicht das einsetzen. Jetzt habe ich es nämlich wieder bekommen dann dadurch. Stahlrüsthorn, ey. So. Aua. Natürlich bin ich jetzt stumm. Jetzt, wo er anfängt mit dieser Scheiße. So. Bam, bam, bam. Shion ist down. Naja. So. Ich finde das so genial, dass er manchmal auch einfach automatisch rollen kann. Das ist einfach so eine super Technik. Ja, ich finde Folge eigentlich voll schlecht irgendwie. Ist das nur meine Ansicht oder? So. Wow. Okay. Ich mache, glaube ich, auch einfach nur deswegen so wenig Schaden, weil ich halt Stufe halbiert habe mit der Magie. Dann wird dieser, ist halt dieser Gegner hier wie so ein Bossfight. Oh. Ist ja schön und gut, dass ich jetzt hier diesen tollen Finisher-Move habe, aber das bringt mir einfach gar nichts dadurch. Ja, Shion, mach Schaden. Das kann ich jetzt echt gebrauchen. Wie Shion einfach auch diese Power hat. Jetzt lohnt es sich echt nicht mehr, auf eine Magie drauf zu hauen. Oh. So, verrecke jetzt langsam mal. Was? Was? Ohne Witz, das ist doch lächerlich. Ich gucke jetzt erstmal den Rest der Höhle ab. Hoffentlich spawnt hier nicht noch irgendwo ein weiterer Herzloser. Komme
ich hier inzwischen hoch? Nö. Weiß nicht, wie das gehen soll. Gut, okay, es ist nur dieser eine Herzlose hier noch in diesem Raum. Und der regt mich gerade übel auf. Bam, bam, bam. Ja, genau. Die Wand ist dein Freund. So. Bam, bam, bam. So. Jetzt springt er noch. Wow. So. Was heil mich nochmal? Danke. Komm schon. Ah. Oh, das hat Schaden gemacht. So, jetzt will ich aber auch endlich mal, dass du tot gehst. Das kann ja nicht sein. Du hast mich jetzt schon zweimal oder dreimal getrollt. So. Danke. Wow. Einfach nur wow. Gut. Wo auch immer das hier hinführt. Völlig neues Gebiet, wie es aussieht. Höhle, verbogene Tiefen. Ja, da ist ein goldenes. So. Mach mal erstmal alle kaputt. Wer weiß, ob das irgendwas bringt. Goldener Elefant. What the fuck? Was? Aha. Aerora-Rezept. So. Oh, ich glaube, ich verstehe, was ich tun soll, ne? Okay. So. Bam. Bam, bam, bam. Okay, der erste sitzt. Dann machen wir den zweiten jetzt. Gut, der sitzt auch. Den dritten soll ich bestimmt von oben holen. Komme ich hier so von allein hoch? Ja, tatsächlich. Egal, ich hole ihn trotzdem von oben. So. Bam.
Bam. Bam. Bam. Bam. Bam. Gut, das hat scheinbar geklappt. Und das Tor geht auf. Yay! So. Und wo geht das jetzt hin? Zur Höhle, Höhle der Lichter. Ach, das kommt mir bekannt vor. Das ist doch der Ort, an dem Sora gekämpft hat am Ende. Ja, ja. Gold, ich kann es nicht aufsammeln, wenn mein Rucksack voll ist. Ablegen. So. Mal sehen, wodurch das getriggert wird. Hier ist doch bestimmt auch wieder irgendeine Erinnerung gleich bei dem ehemaligen Schlüsselloch. Ende Gelände. Ich erinnere mich. Was? Da ist ein Schlüsselloch, siehst du? Bist du okay? Ja. Du siehst ihm so ähnlich. Was? Besiege den gezackten Kriecher. Hört ihr auch irgendwann auf, mal hier so rum zu drehen. Ey, hör auf abzudrehen. Soll ich dich verletzen? Ah, jetzt. Wahrscheinlich muss ich ihn oft genug blocken. So. Nanu? What the fuck, Shion? Wie? Wie habe ich das gemacht? Woher hatte ich diese Kraft? Roxas? Hey, ist alles okay? Ja. Wenn ich in letzter Zeit das Schlüsselschwert benutze, werde ich so schwach, warum auch immer. Ja, wirklich? Ach, was soll's. Ich bin wohl einfach überarbeitet. Bist du wirklich okay? Aber sicher doch. Los, Shion. Kehren wir zum Schloss zurück. Gut, Mission abgeschlossen. Hurra. Na dann... Auf zur Rückkehr. Tja,
Tja, die Frage ist natürlich, was hat das jetzt eigentlich damit auf sich mit dieser Schwäche? Liegt es daran, dass wir jetzt mit Shion zusammen sind? So, zurück zum Schloss. Ja. Bist du auch wirklich okay? Okay, du verwirrst mich. Warum? Seit wann machst du dir Sorgen um mich? Oh, entschuldige bitte vielmals. Fühlt sich einfach komisch an, das ist alles. Sonst mache ich mir immer Sorgen um dich. Kann mich nicht erinnern, dass es schon mal andersrum war. Nun zu deiner Information. Ich mache mir die ganze Zeit Sorgen um dich, Roxas. Ich bin froh, dass du wieder da bist, Shion. Axel hätte nicht so hart zu dir sein dürfen. Er wird heute wohl nicht kommen. Möchtest du denn, dass er kommt? Habt ihr beide euch etwa gestritten? Ich kann nicht glauben, dass dieser Idiot dich tatsächlich angreifen würde. Idiot? Roxas, ich würde jetzt hier nichts mit dir sitzen, wenn Axel es nicht getan hätte. Er ist dein bester Freund. Das bist du auch. Wenn wir drei nicht zusammen sind, ist es einfach nicht dasselbe. Axel. Brauchst du etwas? Was? Nein, es ist nur... Mit Roxas stimmt etwas nicht. Ich dachte, du wüsstest vielleicht Bescheid. Er sagt, das Schlüsselschwert schwächt ihn auf einmal, wenn er es benutzt. Und ich kämpfe plötzlich genauso wie er. Nun, du kennst ihn besser als ich. Wie kommst du darauf? Frag dich selbst, was der Grund dafür sein könnte. Ich bin mir nicht sicher. Du bist dir nicht sicher? Haben sie vergessen, dir gesunden Menschenverstand einzubauen? Ach komm, jetzt guckt nicht so geschockt. Du wusstest doch, dass du die eine Kopie bist. Eine Puppe, deren ursprünglicher Zweck darin bestand, Roxas Kräfte zu duplizieren. Wenn er schwächer wird und du gleichzeitig stärker wirst? Tja, dann heißt das, dass du dir etwas mehr leist, als du solltest. Und was soll ich jetzt machen? Die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Du bist in meinem Buch keine Puppe. Du bist meine beste Freundin. Meine und Roxas. Alles klar? Ja. Kann ich dich noch etwas fragen? Und das wäre? Ich habe heute einen Jungen gesehen, der genau wie Roxas aussah. Ist er der, für den ich ihn halte? Rutschenattacke. Aha. Feldfreigeber. So, Tag 322, das Programm. Sora hat einen starken Einfluss auf sie.
Zugegeben, sie sollte weder ein eigenes Bewusstsein entwickeln noch ihr Aussehen verändern. Aber alles in allem zeigt das auch, wie wertvoll sie als Gefäß ist. Endlich ist es soweit. Sykes, sind die Geräte bereit? Alle drei werden in wenigen Tagen betriebsbereit sein. Gut. Was willst du mit Roxas anfangen? Beide sind mit Sora verbunden, aber wir brauchen nur einen von ihnen unter unserer Kontrolle. Lass Shion Roxas ganze Kraft nehmen. Oder lass ihn sie zuerst vernichten und alles zurückholen. Das ist mir egal. So oder so werden Soras Kräfte uns gehören. Neuer Eintrag in Roxas Tagebuch. Bitte sei vorsichtig, Roxas. Hier, das ist für dich. Elixierrezept, aha. Hey, Hals im Beinbruch. Bitte, Roxas, mach keine Dummheiten, ja. Gut, was hilft dir Glück, wenn du keine Zeit hast, es zu genießen? Mach eine Pause. Oder besser, wie wär's mit einem Spielchen? Die Regeln sind simpel. Du gehst los, sammelst alle Schätze in Mission 882 und kommst zurück. Oho, du hast sie alle gefunden. Und? War das eine nette Pause? Ich hoffe, du bist bereit für das nächste Spiel. Ich habe Sykes gebeten, dir eine Spezialmission zu geben. Eine neue Mission ist verfügbar. Hurra! Ist Chia nicht hübsch? Das Gesicht eines Engels. Aber Vorsicht, Mädchen in ihrem Alter haben viele Gesichter. So, das heißt, es kommt jetzt wieder eine ganze Missionenreihe, bevor der nächste Sprung kommt, oder was? Hier sind deine neuen Missionen. Brich auf, sobald du bereit bist. Ja, ja. Ganz ruhig. Fünf Missionen. Fünf Missionen und dann geht's wahrscheinlich ans Finale. Das schätze ich jedenfalls. Okay. Das Schloss des Biestes. Suche Xaldin. The fuck? Arena des Olymps, Wunderland, Nimmerland und Halloween Town. Glühende Sphäre, sammle Herzen, sammle Organisationsembleme ist bestimmt die Spezialmission. Gut, okay, suche Xaldin. Oder das ist die Spezialmission, das kann auch sein. Xaldin wird im Schloss des Biestes vermisst, suche ihn. Mhm, finde Xaldin. Okay, Xaldin, wo bist du? Finde Xaldin. Mit 8 Runen. So. Aeroga-Rezept. Gefällt, dass die Gegner nur so schwach sind. Dadurch ist die Mission nicht so unglaublich nervig. So. Gut. Ich glaube, ich habe im Grunde alles gefunden in diesem Raum. So, da hinten scheint eine Truhe zu sein. Gigaschattenlurch. Okay. Oh, jetzt nervt man nicht. Yeah.
Oh, Gigaschattenleuchten nerven. Aber sowas von. Alter! Das ist doch nicht wahr. Oh, das war knapp. Mehr als knapp. Das nur wegen einer Kiste. Gut, dann heil mich mal bitte voll. So. Sehr schön. Ich hätte das komplette Schloss wahrscheinlich zu durchsuchen. Dann gehen wir erstmal ins Obergeschoss. Und ich würde sagen, wo Xaldin ist, finden wir im nächsten Part heraus. Bis dahin und tschüss.